Hallo und willkommen hier zu Yu-Gi-Oh! Die Mega-Teambox von 2017. Hier mit der Yu-Gi-Box. Wir werden schauen, was alles drinnen ist. Als erstes mal die Promokarte Dunkler Magier. Machen wir mal auf, was noch die anderen Promokarten sind. Dann die Mega-Packs, die erinnern mich an das Movie-Pack vom Film. Von der Farbe her und so. Gut, hier mal Dunkler Magier. Einen anderen Artwork als sonst. Proxy-Drache, ein Link-Monster, was nicht so schlecht ist. Link 2. Topf der Begierden, ziemlich gut für jedes Deck, ziemlich. Nummer 71, Rebarian-Hai, ist für Rangsteigerungszauber eigentlich ziemlich gut. Das Problem ist, 2 Stufe 3 Monster benötigt man dafür. Traumland, sehr gut für egal welchen Typ, was man beschwört, außer Link natürlich, nur Fusion, Synchron, Exit. Unterschiedliche Effekte dazu. Ja, und die Spielmarke mit Yugi und Yami Yugi oder Pharo oder Artem oder wie man ihn sonst halt nennen will. Gut, jetzt zu den spannendsten Sachen, dem Mega Pack. Okay, mal schauen, was wir hier drinnen haben: Würfelverwertung, Büroboterbasis, Würfelraptor, Schmerzlanius, Schwerlastzug, Dirikan. Ryokami, Metallfuß, Eurikalk, Illusionsmagie, Thun, Dunkler Magier, okay. Und so die Grassierklinge. Sowie törichte Begräbnisbeigaben. Nicht so schlecht. Gnetadino, Symphverstärkofeuer, okay. Feuer von einem Metrognom, Künstlerkumpel und ein Cyber-Tutubon. Gut, legen wir die wieder hinaus. Die sehr schön sind, die schön anzusehen sind. Gut, und wir machen das nächste Pack auf. Schreckenspitz Heiligtum, Digitalkäfer, noch ein paar blauäugige Karten. Ja, politische Karten sind dann ein Mausoleum des Kaisers. Ah, das war es dann, meine ich. Ansteigerungszauber, Start für die Phantomritter, Metallfose, Mithrilum und ertränkende Spiegelkraft. Das ist nicht schlecht. Ziemlich gut, die Hüllen nochmal. Christenkarten sind dabei. Supersoldaten nochmal polizistisch. Märchenschweif. Ja, und das letzte. Okay. Pendelgrube. Ich hoffe, es ist was sehr Gutes dabei noch. Engelshorn. Schwarzflügel. Dino-Nebel-Ausbruch. Abrisspanda. Illusionsmagie. Magier der dunklen Illusionen. Okay, nicht schlecht. Und buntäugiger Wutdrache und Zodiac Breitbulle, nicht so schlecht. Ich habe nicht wirklich Zodiac-Karten, aber mit ihm ist schon ein ziemlich guter Anfang. Künstlerkumpel dann noch. Sieben Christen, okay. Der ist auch noch ziemlich gut. Der Magier. Dunkle Editionen sind ein paar Magierkarten, weil der Zettel wäre natürlich besser. Ja, das war's für die Yugi-Box. Das sind die drei Secrets. Nicht so schlecht. Spielkraft kann man immer gut gebrauchen bei direkten Angriffen. Das ist eine sehr gute Karte, natürlich das Beigebenskarte, eine Zauber- oder Fallenkarte vom Deck auf dem Friedhof legen, auch nicht so schlecht eigentlich, kann man auch immer gebrauchen. Und Zodiac Breitwolle, eine der guten Zodiac Exit Monster. Okay, ich hoffe, es gefällt euch. Nächste Video wird mit Kaiba Tin Box sein, also schaltet wieder ein.